In Wabi Profi 3 gibt es auch eine Seriennummerverwaltung. Und zwar möchte ich Ihnen die an dieser Stelle etwas näher bringen. Ist gar nicht so schlimm. Ich habe eine Festplatte hier mal angelegt mit 921 GB SSD. Tolles Gerät. Okay, ich habe hier 5 Stück im Bestand. Unter Zusätze kann ich nun Seriennummern hinterlegen oder auswählen. Dazu klicke ich auf diesen Label, auf diese Beschriftung Seriennummern. Und dann sage ich hier Seriennummer, was weiß ich, 1. Mach einfach mal 1 ganz simpel, speichern, ja, neu 2, Sie ahnen es kommt 3, so, jetzt sagt Wabi Profi 3, hey, lieber Benutzer, du hast nur 5 im Bestand, also es macht keinen Sinn, dass du jetzt eine 6. Seriennummer anlegst. Also, Sie sehen, Wabi Profi 3 denkt mit und sagt nicht einfach hier irgendwas eingeben, scheißegal. Nee, Wabi Profi 3 sagt, wenn du nur 5 im Bestand hast, lieber Benutzer, dann kannst du auch nur 5 anlegen. Macht ja alles Sinn. Okay. Sie können jetzt hier zu den Seriennummern dann auch noch hinterlegen, welche Rechnung war es. Das heißt, hier könnten Sie eine Eingangsrechnung, die Sie schon eingegeben und erfasst haben, dieser Seriennummer zuordnen, so dass Sie in einem eventuellen Reparaturfall Sie jederzeit beim Lieferant reproduzieren können, woher diese Seriennummer stammt. Das heißt, Sie müssen nicht erst auf die Suche gehen und sagen, oh, jetzt habe ich hier 30 Rechnungen vom Lieferanten und in diesen 80 Rechnungen vom Lieferanten muss ich jetzt die Seriennummer suchen und das nervt. Können Sie hier total bequem machen, aber wie gesagt, jedes System arbeitet nur so sauber und so konkret, wie Sie die Daten einpflegen. Aber es ist nicht schlimm. Okay, so und jetzt haben wir hier Seriennummern zu dem Artikel drin. Das wollen wir uns jetzt in der Kasse jetzt mal anschauen. Was war das für ein Artikel? Der 11, okay. So, wenn wir jetzt den Artikel 11 verkaufen, ja, oder einfach einscannen, sagt Wabi Profi 3, hallo, junger Mann oder junge Frau, hier gibt es Seriennummern. Was ist es für einer? Jetzt müssen Sie, klar, die Seriennummer auswählen, also sagen, okay, die Seriennummer ist es und dann übernehmen klicken. Dann wird der Preis übernommen, so, und Sie sehen dann hier diese kleine 4, ist jetzt ein bisschen ungünstig, weil es so kurze Seriennummer ist, ist ja egal, aber da wo jetzt meine Maus steht, steht 4, okay? Das heißt, das ist der Artikel, die Festplatte mit der Seriennummer 4. Wenn ich den Artikel erneut verkaufe, steht mir die 4 nicht mehr zur Auswahl, denn die 4 ist ja schon im Verkauf. Das heißt, ich kann jetzt die 2 übernehmen. Cool. So, und jetzt kann ich das ganze Ding bezahlen. Und wenn ich den Artikel, oder ich schmeiße jetzt den hier wieder raus, dass ich sage, ich habe mich hier vertan und gebe den Artikel neu ein, dann ist natürlich die 4 jetzt wieder frei, weil sie es aus dem Verkauf rausstorniert haben. Klar. So, und jetzt könnt ihr sagen, nee, das war ja die 5. So. Und dann können Sie das jederzeit verkaufen. Ich habe jetzt den Verkauf einfach mal abgeschlossen. Und wenn wir uns jetzt die Bodenkopien ansehen, dann jetzt werden Sie sagen, hey, wie kommt der jetzt in die Bodenkopien? Einfach B drücken. Aber in der Hilfe ist die Tastaturbelegung drin. Sie können natürlich auch die Bodenkopien hier über Bodenkopien erreichen. Es gibt aber zu jeder Funktion eigentlich auch Schnellwahltasten, also B für Bodenkopie. Okay. Und da sehen wir, dass wir jetzt hier eine Festplatte verkauft haben mit der Seriennummer 2 für 399 und hier eine Festplatte mit der Seriennummer 5. Wunderbar. Verkaufe ich den Artikel erneut, wieder Seriennummer auswählen und übernehmen sagen. Und den Preis gegebenenfalls eingeben, wenn Sie diese Preisabfrage in den Systemeinstellungen aktiviert haben. Ganz kurz. Man könnte hier sehr, sehr viel reden, weil Wabi Profi 3 sehr viele Möglichkeiten hat, sehr viel Einstellungen, sehr viel individuelle Anpassungen. Sie können Ihr Wabi wirklich so konfigurieren, wie Sie es gerne hätten. Das ist richtig cool. Aber da können wir natürlich Zeit verlieren. Hier, manuelle Preisänderungen nehme ich jetzt einfach mal raus. Wenn ich jetzt die 11 eingebe und sage der 4, dann übernimmt das automatisch mit dem hinterlegten Preis ohne Abfrage des Preises. Okay. Also, das ist ganz cool. So, was können wir noch machen? Okay, wir können vielleicht jetzt einfach mal hier eine Artikelrücknahme aus Bohnen machen. Oder das machen wir in einem anderen Video. Hier ging es jetzt eigentlich darum, Ihnen zu zeigen, wie das Ganze sich verhält, wenn Sie mit Seriennummern arbeiten. Wenn Sie natürlich jetzt einen Bohn hier stornieren würden, ja, das heißt, diesen Bohn aufheben, weil der Kunde sagt, das gefällt mir nicht oder das machen wir doch gleich, es passt ja irgendwie dazu. Dann können Sie natürlich hier eine Gegenbuchung, also umgangssprachlich einen Storno erstellen und den Betrag, den Sie eingenommen haben, wieder ausbezahlen. So, das war jetzt so ein Komplett-Storno. So, ich habe jetzt hier keinen Drucker dran, egal.
So, und hier zeigt er ihn an. Ja, da habe ich jetzt, das war der Bohn 1, das war der Bohn 2. Und Stornobohn bezieht sich auf Bohn 2 hier. Ne? Die Bohn Nummer 1 und die Bohn Nummer 2 bezieht sich auf Bohn Nummer 1. Somit haben Sie immer eine Querreferenz. Und wenn wir jetzt den Artikel 11 verkaufen, sind natürlich alle Seriennummern wieder verfügbar, weil Sie ja die Seriennummern einmal verkauft haben und einmal zurückgenommen haben. So, und das ist ganz cool so. Das ist echt relativ easy und da können Sie fast nichts verkehrt machen. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis bald.